Was geht, meine Freunde? Kobe Bjørn ist am Start. Heute mit einem Video zu den New Orleans Pelicans, einem Team, das ich auf dem Kanal bisher noch nie gecovert habe, aber spätestens nach dem Sweep gegen die Blazers unser aller Aufmerksamkeit verdient hat. Bevor wir aber anfangen, lasst mich einmal kurz darauf hinweisen, dass ich diesen Donnerstag um 21 Uhr einen großen Livestream machen werde. Das ist die Nacht, bevor ich nach Amerika fliege. Ihr werdet mich dann also etwas länger nicht sehen. Wir reden in dem Stream natürlich ausführlich über die erste Playoff-Runde und ihr könnt mich alles mögliche Fragen. Das wird für diesen Monat auch der einzige Livestream sein. Deshalb schaltet da unbedingt ein. Donnerstag 21 Uhr. So, und damit zurück zum Video. Alter, wie zur Hölle haben es die Pelicans geschafft, ohne einen ihrer größten Superstars die Serie gegen die Blazers zu gewinnen, geschweige denn das Team aus Portland auch noch zu sweepen. Also ich habe mir alle Spiele in voller Länge live angeschaut und bin dabei auf drei Gründe gestoßen. Nummer 1, die Defense der Pelicans gegen Damian Lillard. Ich denke mal, jeder von euch kennt Damian Lillard, einer der besten Point Guards der NBA, der Franchise-Player der Blazers und einer der tödlichsten Scorer auf seiner Position. Nebenbei ist er noch mit Abstand der beste Rapper unter allen NBA-Spielern. Aber wie hat New Orleans Dame Dollar verteidigt? Also zuerst mal haben sie ihren besten Verteidiger in Jrue Holiday auf ihn angesetzt. Jrue Holiday, den ich nach dieser Serie nur noch Baby Kawhi nennen werde, hat Dame das Leben in der One-on-One-Defense einfach mal zur Hölle gemacht. Ich wusste, dass Jrue verteidigen kann und low-key wie ein All-Star spielt, aber dass er mal eben einen der besten Point Guards der NBA kaltstellen kann, das war mir neu. Aber in aller Fairness muss man hier auch sagen, dass Holiday nicht alleine dafür verantwortlich war, Dame aus der Serie zu nehmen. Niemand kann einen Spieler wie Lillard alleine verteidigen. Es geht einfach nicht. Sein Offensivarsenal ist zu groß. Er ist zu schnell. Sein Wurf ist zu sicher. Alleine geht das einfach nicht. Das wussten die Pelicans natürlich und haben von der ersten Possession im ersten Spiel bis zur letzten Minute in Spiel 4 Dame einfach nach jedem Pick and Roll konsequent gedoppelt. Jeder Superstar wird ja mal gedoppelt, das ist ganz klar. Aber die Pelicans hatten eine Besonderheit, sie haben das Doppel nie aufgelöst. Normalerweise doppeln Teams nur kurz, um den Guard zu verunsichern oder zu stören und switchen dann wieder in eine normale Mann-Mann-Verteidigung. Daraufhin kann sich der Guard, in dem Fall Damian Lillard, neu orientieren und weiter 1 gegen 1 spielen. Die Pelicans haben diese Doppel aber einfach nie aufgelöst und haben Dame so lange getrappt, bis er einen schlechten Wurf oder Pass produziert hat. Um euch einmal zu verdeutlichen, wie krass diese Defense funktioniert hat, hier die Zahlen. In der regulären Saison kam Dame auf 27 Punkte und knapp 7 Assists pro Spiel. Dabei traf er 44% aus dem Feld und 36% von der Dreierlinie. Nicht die allerbesten, aber auch nicht die schlechtesten Quoten für einen primären Scorer. Jetzt vergleichen wir diese Zahlen mal mit seinen Leistungen aus den 4 Spielen gegen New Orleans. 18 Punkte und 5 Assists bei katastrophalen 35% aus dem Feld und 30% vor der Dreierlinie. Also zu sagen, der defensive Gameplan der Pelicans ging auf, wäre fast schon eine Untertreibung. Einen der besten Scorer der NBA vollkommen aus dem Spiel zu nehmen, sein Scoring praktisch zu eliminieren und gleichzeitig noch dafür zu sorgen, dass er aus dem Doppel nicht mal gute Pässe spielt, das ist wirklich Weltklasse. Daher Props an Jrue Holiday und jeden Pick-and-Roll-Defender der Pelicans. Das war echt ein Riesenfaktor im Sieg dieser Serie. Aber natürlich reicht es nicht aus, nur gute Defense zu spielen. Es muss auch vorne laufen und daher kommt jetzt Nummer 2, Teamplay. Das Zusammenspiel der Pelicans steht und fällt natürlich mit ihrem Point Guard Rajon Rondo und mein Gott, Alter, hat der Junge abgeliefert. 53 Assists in 4 Spielen, das ist ein Schnitt von 13,3. Übrigens hat in der Geschichte der NBA nur Magic Johnson mehr Assists in einer 4-Spiele-Serie verteilt. Also Rondo bewegt sich in elitären Kreisen. Außerdem ist er natürlich ein erfahrener Veteran mit Playoff und Championship-Erfahrung. Den Jungen bringst du einfach nicht aus dem Konzept. Rondo war auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Pelicans einfach mal 7 Assists pro Spiel mehr verteilt haben als die Blazers. Es soll aber nicht nur um Rondo gehen, der zweite Punkt heißt ja Teamplay und damit meine ich wirklich alle New Orleans Spieler. Der Ball lief bei den Pelicans einfach, egal wer offen stand, bekam den Ball und wenn man noch einen Extrapass spielen konnte, dann wurde der auch gespielt. Bei den Blazers wollte der Ball dagegen überhaupt nicht laufen, das passiert halt schnell, wenn dein Point Guard und dein Shooting Guard beide sehr balldominant und korbgefährlich spielen. Da
dann bleiben die Pässe und das Ballmovement eben mal auf der Strecke. Ich will jetzt wirklich nochmal Rondo hervorheben, weil ich seit 2008 eigentlich so eine Abneigung gegen den Kerl entwickelt habe, aber trotzdem hat er mich einfach nur krass beeindruckt. Die Spielübersicht, dieses in Szene setzen der Teammates, der Mann hat eine Gabe zum Passen und als jemand, der genau das am meisten an einem Spieler schätzt, kann ich nicht anders, als die Blackhawks Mütze zu ziehen, aber trotzdem werde ich ihn immer hassen. So, und damit kommen wir zum dritten entscheidenden Faktor, warum die Pelicans Hackfleisch aus den Trailblazers machen konnten. Nummer 3, Anthony Davis und Drew Holiday. Keine Sorge, Pelicans-Fans, ich habe euren Franchise-Player und seine Auswirkungen auf diese Serie natürlich nicht vergessen. Was war AD gegen die Blazers bitte für ein Biest? Fucking 33 Punkte, 12 Rebounds, 2 Steals und 3 Blocks pro Spiel. Ich habe selten einen Spieler offensiv und defensiv so krass dominieren sehen. Der arme Nurkic musste zusehen, wie AD ihn komplett auseinandernahm. Der Brow war einfach ganz easy zu jedem Zeitpunkt der beste Spieler auf dem Feld. Hinten feierte er regelmäßig seine eigene Blockparty, während er vorne die Bälle aller in die Fresse Shaq durch die Reuse hämmerte. Und ich habe keinen Plan, ob wirklich jemand jemals das Wort Reuse als Synonym für den Ring benutzt hat. Aber ich habe das früher immer in der Basket oder Five gelesen, deshalb wollte ich es heute mal auspacken. Aber scheiß auf die Nostalgie, die Zukunft ist hier und sie heißt Anthony Davis. An ADs Seite stand dann mal noch eben Baby Kawhi, der nicht nur zermürbende One-on-One-Defense gegen Dame Dollar spielte, sondern nebenbei noch 28 Punkte, 4 Rebounds und 6 Assists pro Spiel droppte. Überragend war er natürlich vor allem in Game 4, als er mit 41 Punkten den Sweep perfekt machte. Gut, die 47 Punkte und 11 Rebounds von seinem Partner in Crime, Anthony Davis, haben natürlich auch nochmal geholfen. So, und das waren für mich die drei Hauptgründe, warum die Pelicans die Blazers in der ersten Runde vernichten konnten. Wobei man diese Gründe eigentlich auch in Spieler übersetzen kann. Da hätten wir Drew Holiday, Rajon Rondo und Anthony Davis. Echt ein würdiges Big Three Gespann, das hoffentlich genauso zusammenbleibt und dann nächstes Jahr mit einem gesunden Boogie wirklich mal einen tiefen Run in die Playoffs starten kann. Man darf natürlich auch Mirotić nicht vergessen, der fast auf ein Double-Double im Schnitt kam. 18 Punkte, 9 Rebounds und vor allem starke 2,5 Blocks. Auch eine Wahnsinnssteigerung von ihm im Vergleich zur regulären Saison. Etwan Moore ist der einzige Pelican, der unter seinen Möglichkeiten geblieben ist, aber so eine Serie hat jeder mal. Letztendlich zählt der Sieg, es zählt der Sweep und es zählen die Big Three. Es hat extrem Bock gemacht, mir diese Spiele reinzuziehen. Ich hätte den Blazers, so wie jeder Fan, natürlich viel mehr zugetraut. Aber ey, der Gameplan der Pelicans wurde einfach perfekt umgesetzt. Heftig auch zu sehen, was es ausmachen kann, einen Spieler aus der Serie zu nehmen. Denn die anderen Blazers haben jetzt nicht komplett verkackt. McCollum war okay, Amino war herausragend und Nurkic kam auch fast auf ein Double-Double. Also auch ohne Dame waren die Blazers kein dahergelaufenes Kellerteam. Daher fette Props an New Orleans. Als nächstes wartet Golden State. Eine Serie, die für die Pelicans mal locker fünfmal so schwierig sein dürfte. Als Fan des Spiels freue ich mich natürlich krass drauf, denn Drew Holiday gegen Klay Thompson und Draymond Green gegen Anthony Davis werden auf jeden Fall geile Matchups. So Männer, und damit sind wir jetzt auch schon am Ende dieses Videos angekommen. Sagt mir mal, ob ihr noch andere Gründe für den Sieg der Pelicans finden könnt. Wenn ihr eine noch tiefere Analyse zu dieser Serie haben wollt, dann könnt ihr euch komplett jedes Spiel nochmal auf Kobe Björn Uncut reinziehen. Das ist mein Zweitkanal, auf dem ich für jedes Playoff-Spiel eine kurze Analyse hochlade. Schaut da also gerne vorbei, lohnt sich auf jeden Fall. Und denkt daran, dass wir an diesem Donnerstag ab 21 Uhr live streamen werden. Schaltet da auch gerne mit ein, einen Tag vor der USA-Reise. Wird eine fette Sache. So, und das war es jetzt leider auch schon mit dem Video. Wenn ihr Bock auf mehr NBA-Content habt, dann könnt ihr den Kanal hier gerne abonnieren oder mir auf Instagram folgen. Den Link findet ihr in der Infobox. Ich danke euch fürs Zuhören, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.